Der Main mit seiner Länge von 500 Kilometern ist der größte rein deutsche Fluss. Durch kontinuierlich hinzugebaute Laufwasserkraftwerke konnten seine stark schwankenden Wasserstände auf einen durchschnittlichen Wasserspiegel geregelt werden. Davon profitieren vor allem die Anrainer und die Schifffahrt. Die Werkgruppe Main betreibt 36 Laufwasserkraftwerke und ein Pumpspeicherkraftwerk zur Erzeugung von Bahnstrom. Viele dieser Kraftwerke gehören der Rhein-Main-Donau-Gesellschaft. Die umliegenden Städte und Gemeinden nutzen die dabei entstandenen Uferzonen als beliebte Naherholungsgebiete. Durch das besonders milde Klima am Main gedeihen hier einige der besten deutschen Weine. Am Main sind die meisten Wasserkraftwerke mit zwei gleichen Maschinensätzen ausgestattet. So ist das auch hier im Kraftwerk Klingenberg. Die Maschinen sind seit 75 Jahren durchgehend im Einsatz. Gerade findet hier eine umfassende Revision statt. Dadurch haben wir die einzigartige Möglichkeit, den ansonsten wasserdurchströmten Bereich zu sehen. Wehranlagen sind ein wesentlicher Bestandteil von Laufwasserkraftwerken. Sie übernehmen die überschüssigen Wassermengen, die von den Turbinen nicht verarbeitet werden können. Ein besonderer Typ ist das Streichwehr hier in Würzburg. Nun aber genug von der Technik. Wir gehen ein paar Schritte weiter ins Gasthaus Alte Mainmühle. Es ist im Kraftwerksgebäude untergebracht. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die alte Mainbrücke und die fürstbischöfliche Feste Marienberg.